Jetzt einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag, der 29. April 2022, 8:29 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. 14.100 ist vor unserer Brust. Das wird aktiviert und wir bleiben auf dem rechten Chart, blicken einmal in die Vergangenheit, nämlich in gestrigen blauen Boxen. Wie waren die? Wir sehen große Boxen in der Nachmittagssession. Das heißt, wir hatten hier sehr gute Volatilität. Wie genau, schauen wir uns mal an von Wops, der Bewegung gestern. So, vom Tief, Gap ist noch nicht geschlossen, zum Hoch 300 Punkte, also außergewöhnlich. Ja, also hier das Tief, da das Hoch, knapp 300 Punkte. Und das heißt, wir haben hier immer noch The Gap. Das ziehen wir mal die Woche durch. Können wir uns merken, 13.800, gar nicht hier unten, da ist es. Machen wir mal in einer anderen Farbe. Düt, düt, düt. Blau, dann wissen wir, da unten liegt das Gap. So, wir blicken einmal auf die Vola-Boxen. So, heute. Die Vola-Box kommt rein bei 14.118 zu 14.103. Also bei diesem Niveau, wo wir uns aktuell befinden. Wir blicken auf die Kurse von gestern. Einmal hier, einmal da raus, da rein, da raus. Sehr gut. Dann hier 1, 2, 3, 4 ausgebrochen. 1 hier, 2, 3, 4, 5. Ja, mal gucken hier, was war das um Uhrzeit? 11:20 Uhr. So, dann gehen wir einmal in die Märkte rein. Neues Chartfenster. Zickzacklinie, Vorlage. Gehen auf Dailies. Das ist der Bitcoin 39.417. Gehen wir auf Wochenbasis. Da sehen wir hier Wochenbasis. Also auch hier immer noch Short, Daily Short, Stunde, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Also da zeigt die Nadel nach Süden. Nächster Markt, Dow Jones. Daily Short, auf Weekly auch Short, also Wochenbasis sind wir unter den gleitenden Durchschnitt. 4 Stunden Daily sind wir Short und wir gucken mal auf Monatsbasis. Dow Jones auf Monatsbasis, glaube ich, klar definiert. Wir haben zwar jetzt eine schwarze Kerze, aber wir sehen hier die Monatsrange, dass wir uns da auf Monatsbasis zwischen 33,9 jetzt gehalten hat. Das war diesen Monat das Tief und das Hoch war bei 35,5. Okay, 4 Stunden Long, Entschuldigung, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt, S&P 500. Gehen wir auch hier auf Monatsbasis. Auch hier eine schwarze Kerze, also eher denn negativ. Auch hier sehen wir 4.140 war diesen Monat auch das Tief. Seit 3 Monaten sind wir hier, kämpfen wir um diese Unterstützung. Widerstand liegt bei 14.582 auf Monatsbasis. Also Monatsbasis sind wir aber auch hier. Wir sehen Long, Weekly sind wir Short, Daily sind wir Short, 4 Stunden sind wir Short. Und dann sind wir Stunde Long, 30 Long, 15 und 5 Minuten auch Long, aber übergeordnet immer noch angeschlagen der Markt. Nasdaq, Monatsbasis in der Technologiebörse. Nasdaq, auch hier eine schwarze Kerze. Das Tief diesen Monat lag bei 12,769. Das Hoch,
Ups, lag hier oben bei 15.222. Wir sind aber auch hier immer noch long auf Monatsbasis. Wochenbasis sind wir short. Daily sind wir short. 4 Stunden sind wir short. Und ab den Stundenchart, wie die anderen Märkte auch, long. 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Gehen wir in Öl rein. Auf Monatsbasis long. Wochenbasis long. Daily long. 4 Stunden long. Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Gold, Monatsbasis, long, die Monatskerze sehen wir hier. 1992 das Hoch, 1873 das Tief, Wochenbasis sind wir long, daily sind wir short, 4 Stunde short, Stunde long. 30 long, 15 long und 5 auch long. Und der letzte Markt, der DAX. Monatsbasis sehen wir hier auf Monatsbasis. Das war das Hoch. Das war auf Monatsbasis das Tief. 13.533 das Tief, 14.609 das Hoch. Weekly sind wir short, Daily sind wir short, 4 Stunden sind wir long. Stunde long, 30 long, 15 und 5 Minuten auch long. Und hier sehen wir auch nochmal das Gap hier auf dem Niveau. So, das kurze Einblick und dann gehen wir in den Wettkampfmodus. 8.35 Uhr warten, bis die Falle denn hier zuschnappt. MTX gibt es nichts Neues. Wir haben eine rote Sonne, Daily Pivot liegt bei 14,12. Zur Vorbereitung, wie jeden Morgen, gehen wir einmal in unsere Setups nochmal rein. 5 ist richtig. Und wenn wir also in die Big Number reinkommen, wo gehen wir raus? Bei der 50er Zone, das machen wir natürlich wieder grün. So, das ist das Niveau hier. Da unten haben wir auch die 50er-Zone. Ja, ist auch dort. Und wir haben Daily und Big Number bei 14.000. Das ist also die Unterstützung. Und dann hier oben die nächste Big Number. Okay, wir checken hier nochmal. Auch hier 5, alles eingestellt. Wunderbar. Kinjun Sen können wir uns gleich mal anschauen. Erstmal geben wir in die Räume wieder ein bisschen auf hier. So, Kinjun Sen. Ah, da sind wir, die blaue Linie bei 14,40. Also da werden wir kein Short Setup kriegen. Erst einmal. Gut, dann melde ich mich gleich nochmal. So, wir sind 8.55 Uhr im ersten Trade. So, es ist 9.01 Uhr und wir sehen auf dem rechten Bildrand unser Big Number Trade. Wir liegen bei 50, dann unser Take Profit. Jürgen, guten Morgen.
Klaus, guten Morgen. Peter, guten Morgen. Felix, guten Morgen. Jürgen, guten Morgen. So, Number 3 gleich. Nummer 4, Big Number. Volabox im ersten gleich im Gewinn. So, wir bleiben aber noch hier. Vierter Trade im Big Number Trade. MTX war nichts, war grau. Kontrollieren mit Kinch und Sen. Da haben wir auch noch nichts. Volabox wieder aktiviert und the big number, gehen wir auf den Minutenchart. Bleibt kleben hier, wir sehen es. Noch keine große Bewegung. Noch keine große Bewegung, ganz entspannt. Sechster Trade. So, wir sehen hier, wir hatten einmal unten kurz angetäuscht. Volabox nochmal im ersten Trade. So, wir sind bei 90. Gap ist geschlossen. Neun Uhr sieben.
Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht.